sammeln. 2 haben wir schon. Da fehlt ja nicht mehr viel. Und wenn wir den Zauberstab anhaben, sind wir etwas langsamer. Und hier bräuchten wir den Kobold. Den haben wir aber gar nicht. Hm. Also muss man hier eventuell nochmal rein, wenn man, ja, ne? Moment, wir müssen wieder basteln. Das Spiel, das verwirrt mich manchmal ein bisschen. Müssen wir hier nur mal rein, wenn wir den Kobold freigeschaltet haben als spielbare Spielfigur. So, wir haben auch links oben wieder die Anzeige, wie man es aufbauen sollte. Und ich werde es auch wieder so aufbauen. Auch wenn das mit dieser Steuerung doch etwas schwieriger ist, wie ich finde. Zumindest zum Teil hier die Präzision zu haben, da so genau zu treffen. Und ich dachte, ich kriege damit zumindest irgendwie was frei, aber nö, dem ist leider nicht so. Ja. Machen wir gleich nochmal. Ah, was man alles so aus Pilzen und so was hier alles keucht und fleucht rauskriegt. So, weg mit euch. Weg mit euch, habe ich gesagt. Ich mache erstmal jetzt hier oben alles frei und hole dann nur noch die einzelnen Teile. Au, das hat mich voll am Kopf... Oh, das ist umgefallen. Voll am Kopf getroffen gehabt. Aha, wir können hier auch noch... Oder unsere Nebenaufgabe ist es unter anderem hier, Kerzen gerade zu machen. 3 von 4 waren es jetzt, ne? Also fehlt uns nur noch eine. Ah. Lass los, meins. So, möchte mich hier jemand vielleicht hochheben? Nein, das geht nicht. Okay, dann nehmen wir schon mal mit. Ich glaube, der Raum ist jetzt auch gerade heller geworden. Und der da unten pennt, während wir unsere Aufgabe erledigen. Also ich glaube, es geht los, Leute. Ich glaube, es hackt. Hier gibt es aber noch einiges zu sammeln. Und das will ich noch eigentlich haben. Und ich laufe ihm gerade hier aus einem bestimmten Grund am Rand entlang. Denn mir fehlt die letzte Kerze. Und ich will wissen, wo die ist. Da ist sie. Gefunden. Okay. So. Na, die hatten wir schon. 4 von 4. Da oben ist ein neues Teil für uns frei geworden. Na, dann hoch da mit uns. Hoch, hoch, hoch. Erstmal holen wir uns das neue Teil. Was haben wir gesammelt? Mädchen. Freigeschaltet. Ja, wir können jetzt ein Mädchen sein. Coole Sache, das wollte ich schon immer. Wer hat sich das noch nicht gewünscht? Außer natürlich die Mädchen unter meinen Zuschauern. Die wahrscheinlich total in der Unterzahl sind. Ich weiß es aber nicht, aber es würde mich interessieren. Wie viele weibliche Zuschauer habe ich? Leute, sagt es mir. Oder wie viele weibliche Zuschauerinnen schauen diese Dokumentation an? Wir haben Lumos gelernt. Wow. Und wir haben einen goldenen Stein gekriegt. Für Lumos. 14 von viel zu vielen. So, ein bisschen Kleingeld noch sammeln und dann wollen wir doch mal rausfinden, wofür wir Lumos jetzt gleich gebrauchen können. Hier ist der Pfeil. Lumos können wir unter anderem hier gebrauchen. Weg mit euch. Sehr schön. Denn hier hinten waren wir vorher noch gar nicht und damit werden uns dann auch direkt mal hier neue Bereiche zugänglich gemacht, die wir vorher nicht betreten konnten. Okay, das war Aufbauverfahren in schnell. Ich habe das nicht beschleunigt, das war so, Leute. 1 von 8. Oh, das ist schon wieder so eine Sammelaufgabe. Ja, die Lichter machen wir auch mal groß. Ich weiß nicht, ob es was bringt. Was haben wir da? Die Kreide malt uns was schön. Wir können mit der Kreide irgendwie was malen. Ah, oh, wir haben ein Bild gemalt. Sehr schön. Und wir haben das Bild zu Ende gemalt, deswegen haben wir ein paar Edelsteine erhalten. Die machen da oben Party. Hey, Party! Yay! Ja, komm. Och, Mädchen. Machen wir hier auch wieder Licht an. Die Kerze da oben kriege ich nie ausgewählt. Warum auch immer. Ich kriege sie nie ausgewählt. Beim besten Willen. Ah, da war's. Da war's. Man muss hier manchmal an den richtigen Stellen stehen, damit das funktioniert. Warum auch immer. 3 von 8. Ich denke, das hier werde ich ausnahmsweise mal erfolgreich abschließen können. 4 von 8. Es werde Licht. 5 von 8. Es werde nochmal Licht. Nein, ich will das andere. Es werde Licht, habe ich gesagt.
Oh, alles hier zerstören, was mir auf dem Weg liegt. Eine Schlange, die mir aber gar nichts bringt. Oder? Bringt mir das was? Nee, eigentlich nicht. Bücher, die wegfliegen, also es ist atemberaubend, was man hier alles erledigen, finden kann und machen kann. Und ich find's genial. Du benötigst einen kraftvollen Schrei, um dieses Glas zu zerschmettern. Das klingt ganz so danach, als würde ich hier eine brauchen. Ich weiß nämlich, denke ich mal schon, was wir brauchen, weil, ne, wie gesagt, ich habe ja die Bücher gelesen. Ich bitte euch darum, die Leute nicht zu spoilern. Was ist das denn jetzt hier? Mal Kollege, würdest du jetzt bitte mal aufhören, mich hier wegzuschubsen? Hogwarts Vertrauensschüler werden dich nicht an Orte lassen, wo du nicht sein solltest. Vielleicht kannst du dich später an ihnen vorbeischleichen. Ey, das finde ich nicht fair. Dann machen wir hier Licht. Dann machen wir halt eben die Aufgabe doch nicht zu Ende, wie ich gedacht habe. Nein, wir machen Licht und folgen dem da. Ja, voll ätzend, ey. Bis zum Nachladebildschirm. Professor Snape. Der alte Spieler, der... Wir sind anscheinend bei Zaubertränke gelandet. Ron weiß nichts, Hermine weiß wieder alles. Und da lernen wir, dass wenn man was getrunken hat, man stärker ist und deswegen Sachen dann aus der Wand ziehen kann. Oh, Kretze ist weg. Mehr. Merke, halte Taste 4 gedrückt und verschiebe. Ja, das kennen wir doch mittlerweile. Erzähl uns mal bitte was Neues. Du hast die Unterrichtsstunde beendet. Probier deine neuen Fähigkeiten aus und erkunde Hogwarts. Was? Warum haben wir das Ganze dann jetzt also gemacht? Achso, um hier oben zu... um hier umzubauen und ein Skelett zu entdecken. Ich spiele mit Skeletten. Was habe ich jetzt gesagt? Ich habe einen Teil vom Skelett gesammelt, Leute. Ich sammle Teile von Skeletten. Ich weiß nicht, ob das meine Aufgabe ist, aber ich mache das jetzt einfach mal. Warum? Weil es cool ist und weil ich es kann. Ich glaube, wenn ich die in der richtigen Reihenfolge geöffnet hätte, dann wäre da oben irgendwas mit der Wolke passiert. Habe ich aber nicht, also muss ich hier auch mal wieder später wieder hin. Bücher, die wegfliegen, ne, ist ja nichts Neues, kennen wir mittlerweile alles schon. Ich bin zu blöd, um mit Hermine zu treffen. Na, jetzt will sie nicht mehr. Was können wir hier machen? Oh, das wird uns Professor Snape nicht verzeihen. Aber das ist mir egal. Denn wir reden ja nur vom Professor Snape. Was soll der schon großartig machen können, ne? Schlange hier. Schlange. Nice. Schlangenzahn. Rein damit. Alles rein in die gute Suppe. Das brauchen wir alles. Ganz bestimmt irgendwie. Ich denke mal, hierfür brauchen wir Ron. Der Kretzer darauf beschwört. Damit wir an das an die letzte Zutat kommen, die wir anscheinend brauchen. Ah, Physik. Physik ist hier gefragt, Leute. Physik. Damit wir das letzte Teil bekommen. Aber bevor ich das jetzt da reinschmeiße, wollte ich noch ein bisschen was sammeln. Los, rein damit. Oh. Harry! Ja, ich möchte das gerne in den... Danke. Okay, war das jetzt gut oder war das jetzt schlecht? Wir sind der Hulk. Boah, habt ihr das gesehen? Wir können jetzt Sachen aus Wände ziehen. Stärketrank freigeschaltet. Neuer goldener Stein erreicht. Jetzt erst haben wir, würde ich mal sagen, die Unterrichtsstunde wirklich beendet. Und jetzt können wir dann eigentlich hier auch wieder gehen. Und ein paar Steinchen sammeln. Und kann ich den einfach so auswählen? Moment. Nee.
Wird nicht als Zauber angezeigt. Naja, okay. Das bedeutet, ich muss den Mann wahrscheinlich immer wieder sammeln oder so. Wo geht's jetzt lang, meine geisterhaften Freunde? Weiset mir den Weg. Ich soll hier nach links. Dann machen wir das doch. Habe ich eigentlich hier schon drauf geschossen? Ne, sieht nicht so aus. Aha. Was haben wir denn da Schönes? Was machst du da? Auf das Bild zu schießen scheint nicht wirklich viel zu bringen. Also gehen wir erstmal hier raus und gucken, was, wo es weitergeht. Wie, warum auch immer. Der Geist will nach hier oben. Was willst du hier oben? Was willst du hier oben? Anscheinend müssen wir da runter.